dann begrüße ich Sie euch alle herzlich zur Pressekonferenz im Anschluss an das heutige Zweitligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und Hannover 96. Endstand 4:0. Ich darf wie üblich die beiden Cheftrainer nach Abschluss der Partie hier oben neben mir begrüßen. Das sind in diesem Fall Thorst Lieberknecht, unser Cheftrainer, und Jan Zimmermann, Trainer von Hannover 96. Und Herr Zimmermann, wenn Sie dann die ersten Worte nach dem Spielende an die Zuschauer richten können. Ja, erstmal nochmal Glückwunsch an Thorsten und an Darmstadt. Unterm Strich natürlich ein verdienter Sieg. Wir sind natürlich sehr, sehr enttäuscht. Bei uns geht es immer so ein bisschen auf und ab. Nach der letzten Woche hatten wir mit Sicherheit eine andere Idee, wie das heute laufen sollte für uns. Und das haben wir wieder nicht auf den Platz bekommen. Am Ende wird es dann, wie auch in Dresden, schon wieder sehr deutlich, weil wir einfach kapitale Fehler machen, die dann auch zu Toren führen. Ich denke, wir hatten in einigen Phasen, auch wenn man unterm Strich sagen muss, dass wir schon heute die schwächere Mannschaft waren, hatten wir in einigen Phasen Situationen, wo wir das Spiel hätten auch anders gestalten können. Ich denke, vor dem 0-2 hören wir einfach auf zu spielen, weil wir glauben, der Ball ist aus. Davor haben wir eine Riesenchance durch Linden Mayner. Vor dem 0-3 haben wir einen Elfmeter, den wir verschießen. Da können wir auch nochmal zurück ins Spiel kommen. Das 0-4 ist dann wieder ein Eigentor, ja, sodass nochmal Darmstadt der verdiente Sieger ist, aber wir es einfach zu leicht gemacht haben heute. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Thorsten, wie hast du heute die Leistung unserer Lilien gesehen? Ja, erstmal danke, Zimbo, für die Glückwünsche. Der Zimbo hat es leicht angedeutet, eben, es gibt Phasen im Spiel, die hätten das Spiel auch in eine Richtung drehen können, die, ja, wie wir es dann auch schon oft erlebt haben nach der 2-0-Führung, die es dann eben schwieriger hätten machen lassen können. Fakt ist eben, dass wir mit Schuh dann heute jemanden drin hatten, der uns im Spiel hält und im Anschluss danach dann gleich nochmal eine Torchance kommt. Und diese Phasen, diese Momente, die waren jetzt heute auf unserer Seite, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben, dass wir diese nicht immer vorhanden, aber doch über die meiste Zeit hinweg gesehene Wachsamkeit hatten. Das war, denke ich, eben der Unterschied heute, um dieses Spiel zu gewinnen. Also von daher ist es so, es waren die Momente im Spiel, ein Ball, den man vielleicht ausgesehen hatte, der dann auch im Nachgang dann ja, so gewertet worden ist, dass er nicht aus war. Das ist auch ein Moment, ja, aber das sind diese glückliche Momente, die wir uns, glaube ich, dann halt auch erarbeitet haben jetzt in dieser ganzen Zeit und sind deshalb auch froh, dass es in diese Pause geht, um viele Spieler eben halt auch konditionell weiter voranzutreiben, um die nächsten Aufgaben anzugehen. Und da ist ein 4-0-Sieg schön, aber auch das, wenn wir von Momenten sprechen, dann auch nur eine Momentaufnahme für das, was im Anschluss dann auch noch kommt. Timo, dir und deiner Mannschaft natürlich alles Gute für die nächsten Spiele. Danke auch dir. Soweit die Eingangsstatements der beiden Cheftrainer. Starten wir nun mit der Fragerunde. Kurzes Handzeichen, das Mikrofon kommt und den Anfang macht Erik Hartmann vom Darmstädter Echo. Ja, hallo Herr Lieberknecht. Luca Pfeiffer war ja in der ersten Halbzeit richtig on fire. Können Sie vielleicht noch mal ein paar Worte zu seiner Leistung heute sagen? Ich glaube, dass wenn er bereit ist, in Zukunft eben an allem zu arbeiten, dann ist es ein Junge, der vor einer startenden Karriere letztendlich steht, aber auch noch mehr aus sich rausholen kann. Und ich glaube, das ist eben neben der Tatsache, dass er am Spieltag präsent ist, trotzdem halt auch so ein Fingerzeig für ihn. Er kann noch mehr aus sich rausholen. Sein Körper gibt noch viel mehr her, um jemanden zu werden, der unersetzlich wird dann im Sturmbereich. Aber ja, er ist am Spieltag da und das ist bisher schön zu wissen. Wir machen direkt weiter. Eins links daneben, Stefan Kühnlein, Kicker und Liebenblock. Ja, hallo Herr Lieberknecht, heute kann ich gratulieren zum Sieg, anders als letzte Woche. Also Glückwunsch dazu. Frage erstmal, Benjamin Goller wurde zur Pause ausgewechselt. War das taktisch oder hatte er irgendwie was mitbekommen? Nee, das war ein taktischer Wechsel. Ich glaube, er hat unglückliche Momente gehabt und da war es jetzt einfach so, ja, der Junge, das ist ja
Also wenn man dem seine Daten permanent sieht, auf dem Platz oder gerade in den Trainingseinheiten, der dreht ja am größten Rad, was es zu drehen gibt. Der ist nur im Vollsprint unterwegs und will alles im höchsten Tempo machen. Und das ist eben in seinem jugendlichen Elan noch so eine Sache, an dem wir arbeiten müssen, dass er ein Stück weit effektiver wird nochmal. Und er hat sich diesen Startelf-Einsatz heute verdient, weil er, als er beim HSV reingekommen ist, wie ich fand, eben sich da sehr gut präsentiert hat. Und heute war es jetzt so, ich glaube, es gab Momente, wo er gemerkt hat, okay, das kann er besser. Und dann haben wir eben einen taktischen Wechsel gemacht und haben dann Braden gebracht für ihn. Weil es 1:1 Wechsel war jetzt. Ne? Gut, die nächste Frage kommt aus der dritten Reihe, wenn Sie kurz Ihren Namen und Ihr Medium nennen könnten. Mikrofon kommt. Hallo zusammen, Dirk Tietenberg, Neue Presse und Hannoversche Allgemeine. Jan, die Ausszene, du warst bei dem Ball ziemlich in der Nähe. War der jetzt aus, war der nicht aus, haben wir uns natürlich auch gefragt. Und kannst du da was dazu sagen, dass zwei oder drei Spieler da stehen bleiben und auch nicht weiter zurückrennen? Ja. Ja, klar, ist jetzt immer leicht gesagt, ihr müsst da weiterspielen. Für mich sah der Ball auch wie aus, aber dafür gibt es halt den Videoassistenten und die Jungs sind schon lange genug dabei, dass sie wissen, dass sie die Szenen erst zu Ende spielen müssen und wir uns dann hinterher beschweren können. Ich denke, das Tor wäre sicher zu verhindern gewesen, weil wir klein Überzahl waren, Frankie noch hinter dem Ball war und der Gegenspieler dann einfach an ihm vorbeigelaufen ist, weil er reklamiert hat. Ja. In der Szene mit Sicherheit mehr als unglücklich. Ja, für mich sah der Ball auch wie aus. Trotzdem können wir ja nicht einfach aufhören, Fußball zu spielen, wenn der Schiedsrichter nicht abbricht. Timo Müller vom Kicker. Ich hätte auch eine Frage an den Herrn Zimmermann. Hallo, Sie haben gesagt, im Eingangsstatement, es gab eine andere Idee, das haben wir nicht auf dem Platz bekommen. Wie sah das denn aus? Wie hätte man denn unabhängig von diesen Einzelmomenten Darmstadt heute beikommen können oder wollen? Naja, erstmal war die Idee, die Dynamik und die Zweikampfhärte und die Präsenz von Darmstadt anzunehmen und auch Zweikämpfe zu gewinnen. Und ich glaube, man hat heute deutlich gesehen, warum wir nochmal aktiv geworden sind und vielleicht auch noch aktiv werden, weil wir einfach im zentralen Bereich zu wenig Zweikämpfe gewonnen haben und im Offensivbereich auch zu wenig Offensiv-Zweikämpfe gewonnen haben, um uns durchzusetzen. Wir hatten zu wenig tiefe Laufwege, wir haben uns immer wieder nur bequem in den Fuß anspielen lassen, haben kein Tempo in die Tiefe reinbekommen, sind wieder zurückgefallen in die Muster, die wir letzte Woche halt dann rausbekommen hatten. Heute hat es wieder nicht funktioniert und es ist bei uns immer noch so ein Auf und Ab. Und wir müssen jetzt wieder hart daran arbeiten, diese Dinge wieder abzustellen, die wir schon abgestellt hatten. Es ist halt ein langwieriger Prozess im Moment. Wir machen an vorderster Front weiter. Auch an Sie die Bitte nach Ihrem Namen und Ihrem Medium. Florian Krebs von der Bild. Hallo. Jan, auch eine Frage an dich. Ihr habt alle gesagt, so ein Ding wie Dresden, das darf nicht mehr passieren. Jetzt ist es heute so ähnlich wieder passiert. Ist Darmstadt heute das Vorbild an Griffigkeit, an Biss, an dem unbedingten Willen, eine Szene erfolgreich zu beenden gewesen, wenn man da zum Beispiel an das Tor denkt, was Luca Pfeiffer da im Liegen erzielt, oder diesen unbedingten Willen, sich auf der linken Seite durchzusetzen und den Ball reinzubringen? Sind das die Momente, die deine Jungs noch verinnerlichen müssen? Ja, das Problem ist ja, ich habe es eben schon gesagt, wir haben es gegen Heidenheim geschafft. Und Heidenheim ist auch eine Mannschaft, die mit hoher Intensität spielt, mit viel Aggressivität, die sehr zweikampfstark ist, die sehr laufstark ist. Und da haben wir es über 90 Minuten gut hinbekommen. Und heute halt nicht. Systematisch oder symbolisch kann man einfach auch mal sagen, das dritte Tor, mit welcher Zielstrebigkeit und welcher Klarheit Darmstadt das dann halt schießt. Und ich glaube, wir sind in den 90 Minuten auch mindestens 5-mal in ähnliche Räume gekommen, haben es dann einfach nicht geschafft, den Ball sauber in den Rückraum zielstrebig zu spielen, auch diese Räume zu belaufen, haben dann immer wieder das Tempo verloren. Und ich denke schon, dass man sagen kann, nicht nur die Aggressivität und Zweikampfstärke spricht heute für Darmstadt, sondern auch die Klarheit und Gradlinigkeit im Spiel nach vorne. Stefan Köhnlein nochmal.
Ja, Herr Lieberknecht, noch mal eine Frage zum Publikum. Danach gab es ja viel Applaus. Sie haben dem Publikum auch gezeigt, oder ist der Applaus der Mannschaft auf dem Feld, sind danach aber noch mal rausgekommen zu den Fans. Was haben Sie da dann gesagt? Sie sind noch mal an die Seite gegangen, später, als die Mannschaft schon weg war? Nee, ich habe nur meine Kinder geholt und da musste ich einen Moment warten, da gab es einen kleinen Plausch. Das ist ja eine ganz besondere Stimmung hier heute und das saugt man dann immer auf. Ich glaube, für uns ist es jetzt ein super Moment. Für meinen Kollegen ist es eben jetzt erstmal ein Scheißmoment. Ja. Aber für uns ist doch klar, das ist ein Sieg, den man einfährt. Und wenn man weiß, heute waren noch mal ein paar Zuschauer mehr da und man kann da was zurückgeben, ist es dann immer erstmal ein extremer Moment und dann genießt man das auch, ja, aber der Applaus gilt schon sehr, sehr vielen hier. Ja. Klar gibt es einen Trainer, aber es gibt vor allen Dingen eine Mannschaft und es gibt viele Verantwortliche drumherum, die dafür sorgen eben, dass gerade diese Anfangsphase, die wir hatten, dass wir die überstehen konnten, weil man ruhig geblieben ist. Und dazu gehört eben halt auch das Darmstädter Publikum, die ein wahnsinniges Feingefühl haben eben für Situationen. Das habe ich schon aus der Vergangenheit gelernt und jetzt auch wieder. Also von daher ist das ein Applaus für viele Menschen, die dafür sorgen, dass eine Mannschaft dann auf dem Platz Leistung abrufen kann. Noch eine Nachfrage. Sie hatten vor dem Spiel ja gesagt, Sie hoffen, dass möglichst alle Karten abgerufen werden. Jetzt ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, fast 1000 Karten nicht abgerufen worden. Sind Sie ein bisschen enttäuscht, dass doch nicht alles wahrgenommen wurde? Nein, gar nicht, weil man das eben in den letzten Spielen, nicht nur bei uns, sondern grundsätzlich eben halt auch verfolgt, dass viele Clubs eben die Kartenkontingente haben, aber nicht alle abgerufen werden. Ich glaube, es gibt halt immer noch auch eine gewisse Unsicherheit und wenn wir die Unsicherheit dann halt auch wegbringen können, indem wir gute Leistungen zeigen, damit die Leute dann vielleicht sagen, komm, trotz allem kommen wir nächstes Mal dann ins Stadion, weil es Spaß macht, zu den Linien zu kommen, dann ist es okay. Aber ich glaube, das ist jetzt eine grundlegende Geschichte, die jetzt nicht nur bei uns ist, sondern die man in fast jedem Stadion jetzt sieht. Und wenn man die Berichterstattung verfolgt, ist es tatsächlich so, dass viele eben halt auch nicht ihr Kontingent abrufen, weil irgendwelche Unsicherheiten dann auch da sind. Noch. Frank Leber, Darmstädter Echo. Ja, Herr Lieberknecht, Sie haben jetzt in den letzten drei Spielen 12 Tore geschossen, also nicht Sie, die Mannschaft. 6-1 gegen Ingolstadt in Hamburg, sehr stark gespielt, heute wieder 4-0. Sind Sie persönlich ein bisschen überrascht, dass die Mannschaft Ihre Spielphilosophie oder dass die Vorstellung von Fußball schon so schnell verinnerlicht hat und umgesetzt hat? Wir haben heute auch mal 0 gespielt, das war auch mal gut. Ja. Und nochmal, es gab diesen Moment eben des Elfmeters, der uns wahnsinnig geholfen hat. Das andere ist, natürlich, dass wir uns nach der Anfangsphase auch ein bisschen was überlegt haben, wie kriegen wir mehr Wucht hin in unser Offensivspiel und die Jungs müssen das umsetzen oder haben es dann auch umgesetzt, ja, weil sie vor allen Dingen an sich auch glauben und geglaubt haben auch in der ganzen Zeit und von daher es ist jetzt wenig Philosophie. Klar haben wir auch unsere Abläufe im Spiel drin, die wenn es dann laufen, dann auch schwer zu verteidigen sind. Ich glaube, ich habe im Vorfeld der Partie ja auch gesagt, dass mittlerweile schon auch schwierig ist zu wissen, okay, wenn wir ein Positionsspiel betreiben, wo sind die Räume, die wir bespielen wollen, die der Gegner dann halt auch innehaben muss. Es gibt dann aber auch den Moment, wo wir einfach ich finde, dass ein langer Ball gar nicht mal verpönt sein sollte, sondern wenn er eben halt auch so gespielt wird, dass man weiß, wie ist die Spielfortsetzung, dann gehört er eben halt auch ins Repertoire. Und heute hat man, glaube ich, vieles gesehen. Heute hat man Umschaltmomente gesehen, heute hat man aber auch allerdings auch gesehen, wenn es phasenweise dann so war, dass wir auch diese kleinen Unzulänglichkeiten drin hatten, nicht diese Wachsamkeit, kommt ein Gegner eben halt auch zu Torchancen. Also von daher ist es jetzt erstmal okay. Weitere Fragen? Ja, nochmal ganz vorne. Eine Sekunde, Mikro kommt. Ja.
Ja, danke. Wenn wir an Herrn Lieberknecht eben die Frage mit den 12 Toren hatten, muss ich die Frage natürlich auch an den Hannover-Kollegen noch mal stellen. Ihr habt 2 Tore erzielt. Bisher habt unter der Woche mit Marvin Ducksch euren torgefährlichsten Stürmer der letzten 2 Jahre abgegeben. Darmstadt scheint Serdar Dursun, der im Sommer verloren ging, gut aufgefangen zu haben mit den beiden Stürmern. Ihr seid noch auf der Suche. Wie sehr hat Marvin Ducksch oder einer wie Marvin Ducksch heute gefehlt? Und kannst du vielleicht schon Licht ins Dunkel bringen, wie es da ausschaut mit der Nachfolge? Ja, also ich finde es müßig, jetzt noch über Marvin zu sprechen, weil er einfach nicht mehr da ist. Also deswegen stellt sich die Frage nicht. Die andere Frage ist natürlich schon so, dass wir A, zu wenig Tore schießen, aber B, auch zu wenig klare Situationen vorne haben. Und ich habe es ja vorhin auch gesagt, dass man dann bei Darmstadt bei den beiden Stürmern schon eine andere Präsenz gesehen hat. Thorsten hat es gerade gesagt, es waren ja auch ein paar lange Bälle dabei, die dann gut festgemacht wurden, gut abgelegt wurden und mit der zweiten Welle wieder unter Druck geraten sind. Das haben wir nicht hinbekommen. Wir haben vorne nicht die Bälle festgemacht. Wir haben uns vorne in den 1-zu-1-2-Kämpfen nicht gut durchgesetzt. Wir haben da Spieler, die schon gezeigt haben, dass sie das besser können, aber im Moment nicht gut hinbekommen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir jetzt noch versuchen, im Offensivbereich nochmal einen Spieler dazu zu holen. Erik Hartmann. Herr Lieberknecht, ich habe noch mal eine Frage zu Tobias Kempe. Ich weiß ja, der kam auch aus einer Corona-Pause. Jetzt ist er aber bei der ganzen Offensivwucht bei Ihrer Mannschaft ja vielleicht so ein bisschen hinten dran. Wie sehen Sie das und wie geht er aktuell mit seiner Situation um? Sensationell. Die Frage ist super, aber wie er damit umgeht, ist sensationell. Weil er einfach alles einzuschätzen weiß. Er weiß die Situation, aus der er rauskommt. Er hat auch eine ganz schwierige Vorbereitung insgesamt gehabt, hat seine Nasen-OP gehabt, dann die Quarantänezeit und so weiter und so fort. Und er weiß ganz genau, dass ich ihm zu 1000% eben halt auch vertraue und ihm diese Möglichkeit gebe, hier über diese Spielminuten, ja, dann auch wieder zu seiner Stärke zu finden. Und in dieser Trainingswoche, wenn man die mal so Revue passieren lässt, war es einfach definitiv so, dass der Junge richtig angeschoben hat. Und ich glaube, dass die beiden vorne aufpassen müssen, dass sie sehen, die sind nicht alleine. Ja, es ist ja nicht immer nur, dass du 2 Präsenzstürmer da vorne drin hast, sondern du hast jetzt viele Varianten halt auch, ne, wo du eben halt auch mal variieren kannst. Und der Tobi, muss ich sagen, hat jetzt in der Woche schon aufgeholt und deswegen tut es ihm und auch vielen anderen, die da aus dieser Quarantänezeit kommen, da auch gut, dass wir jetzt diese Trainingswochen oder diese Trainingswoche haben, um da vieles aufzuholen. Und dann ist er richtig gute Konkurrenz. Und wenn man sieht dann, dass man die heute einwechseln kann, das ist ja auch schon mal, man sieht, wie das am Anfang war, ne? Auch wenn die Jungs aus U19 das dann wirklich fantastisch gemacht haben, ist das schon auch, glaube ich, schon mal, wenn du da auf den Zettel guckst, da ist ein Kembe, da ist ein Honzak noch auf der Bank, ja, Melem haben wir auch nicht vergessen, das sind ja auch noch Jungs, Skarke, Erich Berko, wir haben da echt was Gutes noch in der Hinterhand. Und deswegen Konkurrenzkampf belebtes Geschäft und das macht der Tobi. Und so wie er sich verhält, zeigt es eben, der ist Profi durch und durch und macht es sensationell. Keine weiteren Fragen? Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Rückreise und uns allen eine erholsame Länderspielpause. Danke.